Das Anwesen sein hier unten oder was? Nee, kann nicht. Da komme ich gerade her. Auf jeden Fall eine versteckte Kiste. So, was haben wir denn hier? 60 Minuten lang Zielgenauigkeit. Oh, der ist besser wie meins. Ja, will ich an mich binden. Dinge können wir nachher verkaufen. Das hauen wir mal rein. Das sieht doch gut aus. Das hat sich ja richtig gelohnt, gerade das Kistchen. So, jetzt die Frage. Also hier können wir schon mal nicht mehr lang. Hier sind zwar alles Viecher, aber irgendwie nicht das, was ich suche. Heißt das jetzt, wir müssen einmal komplett nach draußen, oder? Warum fahre ich einfach nicht mit meinem scheiß Fahrzeug rum, ey? Das dauert mir zu lange. Die haben alle down gehauen. Okay, hier war ich noch nicht. Aber ich scheine jetzt zum Anwesen langsam zu kommen. Okay. Neue republikanische Siedlung. Da oben kann man durch. Schaut doch danach aus, als wenn es der Weg wäre. Müsste ich ja hier eigentlich gleich. Wow, Verstärkung treffen. Hier oben sind Völker. Kann man verkaufen. Jetzt eigentlich nur geradeaus. Also laut Karte zumindest. Oh, Gold-Elite, nein. Hier oben müsste irgendwo jetzt... Kann ich hier nicht hoch, oder was? Doch. Hier irgendwo müsste das Anwesen sein. Hier müsste das Anwesen... Ja, fuck you, die sind Droiden. Ich verarschen? Ja, nee, ist klar, Alter. Ja, nee, ist klar. Der hat mich echt geschafft, die Drecksau. Na komm schon. 20 Sekunden. Bis zur Sonde. Das Anwesen sichern. 455 habe ich gekillt. Na toll. 2. 1 und medizinische Sonde rufen. Jetzt sind wir hier. Verstecken wir uns kurz hier, laden uns schnell auf. Das ist gleich noch die schönen Buff rein. So. Schild haben wir uns rein. Lassen wir hier den schönen Freak zuerst angreifen. Und dann geht's los. Feuer frei! Geht doch, mein Freund, geht doch. Geht doch! Sag ich doch. Oh,
alles schön aufgelootet. Keine Ahnung, was der alles dabei hatte. Auf jeden Fall interessant aus. Okay, alles so Spökes. Dann gehen wir jetzt mal ins Anwesen rein. Hier, was sollen wir jetzt hier? Ach, da. Oh, guck mal, da sind Leute. Ich fasse es nicht. Mit der müssen wir labern. Ashitan. Hört auf! Wir haben nichts mehr, mit dem wir uns verteidigen könnten. Ihr habt uns schutzlos den Rakgulen und allen anderen Gefahren dieses Planeten ausgeliefert. Meine Leute sind Flüchtlinge, Überlebende des Kampfes auf Coruscant. Wollt ihr uns erneut aus unseren Häusern vertreiben? Dieses Land ist nicht euer Land. Die Eigentümer haben jahrhundertelang darauf gewartet, hierher zurückzukehren. Es gibt so viele, die diesen Planeten für sich beanspruchen und nichts über seine Vergangenheit wissen. Das alte Taris war ein Schandfleck der Republik und verspottete republikanische Freiheitsbemühungen. Ihr müsst euch irgendwo anders niederlassen. Ich bin sicher, dass es unbeanspruchtes Land gibt. Das ist mein Land. Es gehörte jahrhundertelang meinen Vorfahren, bevor sie und alle anderen Spezies durch die Menschen unter die Erdoberfläche vertrieben wurden. Ich habe ihre Besitzurkunden. Sie sind so alt, dass sie noch handschriftlich verfasst sind. Lest selbst, wenn ihr mir nicht glaubt. Wenn ihr rechtmäßige Besitzansprüche habt, warum wendet ihr euch nicht an die Republik? Die Republik bewahrt Taris hässliche Vergangenheit lieber im Stillschweigen. Wir kamen hierher, um neu anzufangen. Ich hatte gehofft, dass das neue Taris nicht so schnell durch das alte beschmutzt würde. Vielleicht könntet ihr uns ja helfen. Wir sind auf uns allein gestellt und dem Wohlwollen der Republik ausgeliefert. Tja, gut oder böse, gut oder böse. Ich möchte nicht mit ansehen, wie ihr eurer Heimat den Rücken kehren müsst. Ich danke euch, dass ihr euer Herz durch meine Geschichte erweichen ließt. Ich sage meinen Leuten, dass sie anfangen sollen, die Droiden zu reparieren. Heißt das jetzt, die Droiden greifen uns weiter an? Und hier ist noch eine Kiste, schöne Sachen. Und was können die alles? Sind schlechter wie meins. Okay, da waren nur Schuhe drin, glaube ich. Jo. So, das haben wir alles. Was haben wir hier noch Schönes? Kodex-Eintrag, Bombardierungswissen. Cool. Ich habe einen Kodex-Eintrag bekommen. Ich fasse es nicht. Haben wir noch irgendwas, was wir hier anklicken können? Wahrscheinlich nicht, wa? Ja, müssen wir nur gucken, dass wir irgendwie zurück nach Hus kommen, wa? Ja, es war klar. Oh, leck mich am Arsch. Feuer frei! Okay, der hat mir geholfen. Der hat mir geholfen. Was wollte ich jetzt machen? Genau, ich wollte mein Gefährt rufen und wollte zurück in die Stadt. Eigentlich hier durch, oder? Wissen wir sogar. Was bist du? Ich war doch gerade einer. Wo ist denn jetzt hin? Ich habe es genau gesehen, dass hier einer war zum Rekrutieren. Dr. Wonan. Ah, dann halt nicht. Wie kommen wir jetzt zurück nach Hause? Also irgendwie haben wir uns verlaufen. Oder in dem Fall verflogen. Da. Das sieht nach Brücke des Nachhausetums an. Oder aus. Müssten wir ja. Nee, das war der mit der komischen Dingens-Quest hier, mit der zwei Helden oder vier Helden-Quest. Müssten wir irgendwo. Wo müssen wir denn hin? Müssen wir da hin? Ne, wir müssen da hin. Irgendwo da rein zumindest.
ist noch eine Brücke, da können wir rüber und dann müssen wir in der Stadt sein. Ich hoffe es zumindest. Jo, dann sind wir auch ein bisschen weiter endlich in der Geschichtsfolge. Und wenn wir Glück haben, haben wir noch richtig gut XP gefarmt. Sind jetzt Level 19. Level 20 wäre mir lieber, ehrlich gesagt. Die erste Quest haben wir, glaube ich, hier vorne irgendwo gehabt. Da ist er doch schon. Gefährt wieder einpacken. Wo war er denn? Da oben. Ne. Hä? Ach, hier das Terminal ist. Was soll ich denn hier machen? Depot? Annehmen? Erfahrungspunkte? Ja. 8000 EP, noch immerhin. Nächste abgeben. Jetzt hier gerade auslatschen irgendwo. Guck mal, der hat auf den Straßenverkehr geachtet. Der hat angehalten, wie er uns gesehen hat. Macht nicht jeder, ne? So, den auch abgeben. Hervorragende Arbeit. Ich weiß. Wir konnten die rauchenden Metallkörper bis hierher riechen. Echt? Ich sagte ihm bereits, dass es unmöglich ist. Wer sind nun diese Hochstapler, die sich auf unserem Land breit gemacht haben? Konntet ihr sie vertreiben? Eure Vorfahren haben das Land gestohlen. Ich habe hier die echte Besitzurkunde. Die Umsiedlung der Fremdlinge war eine gültige Anordnung, welcher die Republik zugestimmt hat. Das ist unser Land! Es gibt überlebende Fremdlinge, die ihre Besitzansprüche behalten haben? Ich hätte nicht gedacht, dass sie zurückkehren würden. Ich habe die Geschichte studiert. Es war nicht rechtmäßig. Es war gerechtfertigt. Ihr könnt uns nicht deswegen vertreiben. Ich befürchte, ich kann. Es war wohl eine Enttäuschung. Tut mir leid. Ihr könnt uns das nicht antun. Unsere Familie hat diesen Planeten regiert. Er hat uns gehört. Diese Dinge haben schon lange an Bedeutung verloren, Relus. Wir werden das nächste Schiff nehmen. Es war irgendwie verrückt zu denken, dass wir nach 300 Jahren unseren Traum verwirklichen könnten. Sowas passiert nur in Geschichten. Hey, gute Arbeit. Sowohl bei den Droiden als auch dieses Chaos mal zu klären. Tarisianische Politik? Wen interessiert dieser Dreck überhaupt? Der Kommandant hat angerufen, als ihr weg wart. Wollte sehen, ob eure Arbeit genauso gut ist wie euer Ruf. Ich bin Soldat. Ich erledige den Job. Captain Childress wird diese Einstellung lieben. Er hat eine Aufgabe für euch. Das sollte ich euch ausrichten. Wenn ihr Interesse habt, geht zu ihm. Sein Büro ist im Hauptquartier, auf der anderen Seite der Basis. Sagt ihm, dass ihr uns die Nervensägen vom Hals geschafft habt. Mach ich. So, was nehmen wir denn? Nehmen wir diesen schönen Helm? Nehmen wir irgendwie die Premium-Lagerkiste? Oder nehmen wir diesen Helm hier? Ich denke mal, der kann einiges, oder? Habe ich noch gar keinen Helm? Ich habe noch gar keinen Helm an. Jetzt habe ich einen Helm an. Ich laufe die ganze Zeit ohne Helm rum. Jetzt habe ich einen Helm an. So, das heißt, wir müssen irgendwo da hinten ins Lagerhauptquartier. Wenn wir da ankommen, liebe Freunde, würde ich sagen, wir haben erstmal genug geschafft. Aber was mich immer noch interessieren würde, ist, wie komme ich denn an mein schönes, meine Festung? Hier, Festung. Private Festung. Dekoration, Schlüsselbund. Dekoration? Hä? Was ist das denn alles?
Okay. Private Festung. Ja, das ist ja okay. Über Festungen. Galaktische Festungen, die gleichzeitig als Residenz und Machtsitz dienen, sind erwerbbare Immobilien auf vielen zivilisierten Welten. Jede Festung kann umfassend angepasst und erweitert werden. Besitzer haben die Möglichkeit, jeden Raum mit einer Auswahl von Möbeln, persönlichen Gegenständen, Trophäen und verschiedenen anderen Gegenständen einzurichten, die handgefertigt wurden oder bei aufregenden Abenteuern verdient worden sind. Neben der Raumerweiterung ist es auch möglich, mehrere Festungen gleichzeitig zu besitzen, was noch mehr Anpassungsmöglichkeiten eröffnet. Als Besitzer kann man Freunde einladen und ihnen jedes hart verdiente Detail zeigen. Ja, und wie kann ich jetzt diese Festung kaufen hier? Ich will jetzt meine eigene Festung haben. Ich will jetzt irgendwo einziehen. Ich will so mein eigenes Haus haben und so. Aber irgendwie, nee, das geht ja nicht, ne? So, kann ich jetzt hier schon irgendwas kaufen? Das Vermächtnis von Ami. Reisen, Komfort, Gefährte, Fortschritt. Oh, kann man auch kaufen? Ist ja hart. Na krass, ey. Ist ja echt krass. Welches Vermächtnislevel habe ich denn? Noch nicht mal Level 1 wahrscheinlich, ne? Doch, gerade mal Stufe 1. Doc, ja genau. Ist in Ordnung? Euer Freund wurde von einem Rakul gebissen. Gehst ein bisschen reparieren noch? Wie gesagt, wenn wir da oben angekommen sind, werden wir dann erstmal Untersuchung und Produktvorschläge an. Gazieren. So, alles reparieren natürlich, ne? Haben wir Sie gemacht? Sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Erstmal was verkaufen hier. Das verkaufen wir. Das verkaufen wir, das verkaufen wir, das. So, jetzt haben wir 20.000 noch was Credits. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Da muss ich hin oder was? Captain Schildriss. Captain Voldriss meldet sich zum Dienst. Komm, dann reiten wir mal mit unserem Baratür. Yeah! Altes Feeling, genau wie in Star Wars Galaxies. So, ihr kleinen Banausen, dann versucht mal mich zu kriegen. Mein Baratür ist schneller wie ihr. Ich wollte schon sagen, wo ist denn jetzt der Wegpunkt hin, So, irgendwie müssen wir hier lang. Und dann da irgendwie kreuz und quer. Natürlich die Frage, bin ich jetzt richtig oder habe ich einfach nur einen scheiß Weg genommen? Das scheint noch richtig zu sein, ich hoffe es zumindest. Ist total verwirrend hier, ey. Da können wir rein, aber ich will nicht da rein. Ich will ja eher auf die Karte mal gucken. Ne, da müssen wir da hinten hin. Da ist nämlich der Wegpunkt, der da hinführt. Das heißt, wir müssen dem Weg hier erstmal folgen. Boah, Gegner. Hier rein können wir wahrscheinlich nicht. Ne, können wir nicht. Scheiße, ich hab mich verlaufen. Oder? Kann ich da hoch? Oh, ich hab keine Ahnung. Ja, komm, halt die Schnauze. Aua! Fuck you! Scheiß Aggressivität. Genau, schießt euch da hinten gegenseitig ab.
Vielleicht kriege ich jetzt mit einem schönen Handkartenschlag hier. Sag ich doch. So, und irgendwie muss es doch die Möglichkeit geben, hier irgendwie reinzukommen. Kann ich da irgendwie draufspringen vielleicht? Einfach hier hochlatschen. Also hochlatschen geht. Ich habe getrickst. Nein, habe ich nicht. Ich habe mich voll verlaufen und so. Wie komme ich denn jetzt am blödsten dahin, ey? Mappe auf, da hoch. Das muss da oben sein. Das heißt, ich muss hier irgendwie mit Anlauf schwupp, nochmal schwupp. So, und dann irgendwo hier vorne rechts rein. Ja, wenn man irgendwie da hochkommt. Ja, da hochkommt man. Um die Droiden irgendwie rum, hoffe ich. Oh, fuck you, es kommt auch noch auf mich zu, ey. Na komm. Wenn er eh auf uns zukommt. Und noch ein Strich auf meiner Liste. Haben wir auch down. Schön leer looten. Hier hochspringen. Da oben muss das... Ach, da ist es doch. Die sinkende Stadt. Ich frage mich, ob sie es je schaffen, diesen Ort wieder zu dem zu machen, was er einmal war. So, jetzt sind wir hier drinnen, aber die haben doch die gleichen Kampfdroiden wie die Typen, die da draußen rumlaufen. Also warum... Ist das hier der Captain? Captain Schildriss. Schildriss. Ja gut, da müssten wir auf jeden Fall hin. Wenn wir das nächste Mal weitermachen, werde ich genau an diesen Punkt wieder einloggen. Und ich hoffe, ich habe mich da noch zurechnen. Ich hoffe, es wird nicht so lange dauern. Ja, machen wir an dieser Stelle einen Cut. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wenn ihr Bock drauf habt, wie gesagt, addet einfach meinen Namen. Wie heiße ich denn hier? Rumiato, hier unten. Ich bin Kommando. Und wo sehe ich doch mal, auf welchen Server ich bin? Das machen wir jetzt einfach mal, wenn wir ausloggen. Pass auf. Wir gehen zurück. Will das Spiel beenden? Ist das Spiel beenden? Nee, bei Abmeldung müsste das sein. Okay, gehen wir sofort abmelden. Genau. Ich glaube, Jackai Sword. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Wir sind auf dem Server. Ja. Kann man ja sehr gut erkennen. Ach, da oben steht es doch. Jackai Sword. Also, wenn ihr da einen Charakter drauf habt oder einen Charakter erstellen wollt und so weit seid, wie ich es bin, oder ihr mich einfach ein bisschen pushen wollt, ein bisschen unterstützen, würde mich sehr freuen. Ist nicht so wie bei APB, dass ich dann mal sage, nee, da können wir nichts erreichen, Level können wir da auch nicht steigen, sondern das ist ein RPG, wo ich schon seit langem sage, allein macht's überhaupt keinen Bock. Und da ich wirklich nicht Leute finde, die das noch spielen, ja, vielleicht sind von euch welche dabei, die aber dann sagen, okay, du hast es jetzt uns gezeigt, du hast mir alte Folgen geschenkt und bisher sieht das Ganze ganz gut aus und ich hab da auch Bock drauf. Ja. Würde ich sagen, Leute, dann sehen wir uns ins Spiel. Und bis dahin sage ich einfach, macht's gut. Tschüss.